Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schreib doch mal gerne rein, von wo du zuschaust. Wir sind ja gerade in Germany. Ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, letzte Woche um die Zeit. Da waren wir gerade aus dem Meer gehüpft, saßen am Frühstückstisch, sind anschließend zum Flughafen nach Deutschland geflogen. Und jetzt höre ich im Hintergrund das Knistern von einem Kamin, weil mein Schatz unser Kamin angemacht hat. Und ja, das hat ja schon was so hier jetzt zu dieser Zeit. Draußen strahlender Sonnenschein. Ich weiß noch nicht, ob es kalt draußen ist. Wir werden nach dem Frühstück rausgehen. Ja, aber so diese heimelige Wärme mit Holzfeuer, ne? Kennst du das? Gefällt dir das auch? Dann schreib mal gern ein Ja rein. Und schreib mal gern rein, von wo du zugeschaut bist. Ah, die Marion. Guten Morgen, jetzt ist Ton da, danke. Die Julia. Jetzt dürfst du mich hören. Hallo Julia. Julia Stettfeld, Julia Rath. Die Juliane Köster. Die Rita aus dem Rheingau. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Wir wollen uns ja heute damit beschäftigen, wie du jetzt deine wahre Machtstärke entdeckst und frei wirst und ohne Angst zu leben. Ich kann mich so erinnern, als diese besondere Zeit hier angefangen hat, das kann ich jetzt rausholen, Anfang des Jahres, da haben viele noch gesagt, ich habe keine Ängste und so weiter. Aber inzwischen ist es wohl doch so, dass sehr viele sich doch, und vielleicht geht es dir auch so, in den Ängsten ein Stück weit doch wiederfinden, weil. Und deshalb dachte ich, wir sprechen mal heute über dein Bewusstsein, damit du wirklich mal die Schranke aufmachst, mal wirklich erkennst, wer du in Wahrheit bist und dich da wirklich auch, ja, befreien kannst. Und ich gratuliere dir auch, dass du da bist, weil du gehörst zu den 10% der Menschen, die gerade jetzt mehr aus ihrem Leben machen wollen, die sich nicht weiter wollen vom Mainstream, ja, wie sage ich das, gefangen halten lassen, die wirklich erkannt haben, tief in sich spüren, da ist doch noch mehr in mir drin und das will ich jetzt auch entdecken und das will ich jetzt auch leben. Und deshalb Glückwunsch an dich, dass du da bist, dass du mit mir hier sonntags morgens ein Stündchen deiner, unserer wertvollen Zeit verbringst, weil wir können alles aus der Vergangenheit lösen, heilen, loslassen, alles. Wir können jederzeit alles ändern, aber eines können wir nicht, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Das heißt, ist die Zeit, unsere Lebenszeit, wirklich das Wertvollste, was wir haben. Wenn du spezielle Fragen hast, gerne ins Kommentarfeld reinschreiben. Ich gucke da nachher gerne auch drüber. Geh gern drauf ein. Also lass uns da gerne hier auch im Dialog sein. Und um das Thema mit dem Bewusstsein, mit dem bewussten Sein, ist für uns alle kein Fremdwort. Bewusstsein, was heißt das überhaupt? Ich habe in der Tat heute Morgen mal gegoogelt, was es heißt. Und da steht, auf Wikipedia war es, glaube ich, unter Bewusstsein versteht man die Fähigkeit, über Gedanken, Emotionen, Wahrnehmungen oder Erinnerungen zu verfügen und sich ihrer gewahr zu sein. Und sich ihrer gewahr zu sein, sie wahrzunehmen und sich ihrer bewusst zu sein. Ja, das versteht man unter Bewusstsein, Gewahrsein. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Entschuldigung. Und jetzt würde ich mal gerne zu Beginn mit dir mal so eine Basis schaffen, damit wir mal über die 5 Schritte sprechen, die wir auch wieder in einen 3er-Schritt teilen können. Was ist das, was in uns drin ist? Und dann nochmal 2 Schritte, was in unserem Außen überhaupt ist. Wie entsteht unsere Realität, unsere Lebenswirklichkeit im Außen? Das ist als allererstes unser Gedanke da, unsere Gedanken. Du hast mit Sicherheit schon mal davon gehört, dass wir etwa 60.000 Gedanken jeden Tag denken. Das ist so eine unvorstellbare Zahl. Das heißt, im Grunde genommen werden wir gedacht.
Und der Großteil dieser Gedanken sind zum einen nicht unsere, weil ich glaube, du wärst nicht hier in der Gruppe, wenn du nicht, wie ich, sonst hätte ich dich nicht angezogen hier, sehr feinfühlig, wahrnehmend, sensibel bist, vielleicht auch hochsensibel, was du vielleicht bis eben noch als Handicap angesehen hast, als Störfaktor, als Belastung. Aber wisse, und da darfst du auch stolz drauf sein, wie wertvoll diese Wahrnehmung, diese Feinfühligkeit, diese Sensibilität, die du dir noch erhalten hast, vielleicht auch auf unbewusste Weise, es spielt keine Rolle, wie wertvoll die ist. Weil wenn du das weißt, dann kannst du dir auch dessen gewahr sein, da sind wir wieder bei dem Stichwort Bewusstsein, dass der Großteil von diesen ganzen Gedanken, die es irgendwo in dir denkt, die irgendwo herkommen, so aus diesen großen Sendern, wenn wir es mal mit einem Radio vergleichen, zum großen Teil nicht deine sind. Ich würde jetzt mal behaupten, zu 97% sind es nicht deine. Ja? Okay. Und so lassen wir uns bis eben noch denken. Also es geht im ersten Schritt auch schon mal darum, anzufangen, bewusst zu denken. Aber wir sind ja noch bei der Realitätserschaffung. Erster Schritt, der Gedanke ist da, dem folgt ein Gefühl. Unsere sogenannten Emotionen, unsere Gefühlswelt, für die sind wir im Übrigen auch selbst verantwortlich. Nichts und niemand anderes ist für unsere Gefühlswelt verantwortlich. Dieses klassische Beispiel, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und dir nimmt jemand die Vorfahrt und du verdirbst dir damit den ganzen Tag, dass du dich den ganzen Tag ärgerst und sagst, der hat mich geärgert, oder du schimpfst über deinen Partner. Anderes klassisches Beispiel, mein Partner oder meine Kinder, die ärgern mich. Du bist diejenige, sorry für die Offenheit, für die Ehrlichkeit, die letzten Endes bewusst oder unbewusst die Entscheidung trifft, ich ärgere mich darüber. Niemand anderes kann dich ärgern, es sei denn, du entscheidest dich dafür. Wir haben immer die Wahl. Der dritte Punkt ist der Glaube. Also ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, bin zwar katholisch aufgewachsen, erzogen worden, habe aber recht früh als Kind immer schon gedacht, irgendwas stimmt in dem Laden da nicht, aufgrund verschiedener Gegebenheiten, was bei mir dazu geführt hat, dass ich mit 18 Jahren dann aus der Kirche ausgetreten bin, seitdem keiner Religionsgemeinschaft mehr angehöre. Und dennoch, also für mich ist Religion Religio, übersetzt Rückverbindung, Rückverbindung an alles, was ist. Ich denke, ich glaube, ja, das ist mein Glaube, wir kommen irgendwo alle aus der gleichen Ecke, irgendwo müssen wir ja herkommen. Das wird gleich aber auch noch ein bisschen deutlicher im Hinblick auf Bewusstsein. Alles ist eine große Energie, Albert Einstein, Max Planck, von denen wissen wir das, alles ist eine große Energie, die in Schwingung kommt und so entsteht hier auf unserer Erde für unser bloßes Auge sichtbar auch unsere Materie. Also das ist nichts anderes als verdichtete Energie. Und in der Bibel steht schon geschrieben, und wenn ich jetzt von Bibel spreche oder wenn ich auch von Gott spreche, dann meine ich das immer ohne jegliche religiöse Behaftung. Für mich gibt es nur eine Religion, das ist die Religion der Liebe. Und ich bin der Auffassung, alles, was hier an Religionen erschaffen wurde, ist alles von Menschenhand erschaffen worden. Ja? Also wir kommen alle aus der gleichen Ecke, nennen wir es Licht, nennen wir es Liebe. Und alles, was hier auf unserer Mutter Erde geschieht, ist alles von Menschenhand erschaffen worden. Und dennoch, auch wenn wir und gerade jetzt denken, was ist das für ein Chaos, was da draußen herrscht, Kosmos kommt aus dem Griechischen, heißt übersetzt Ordnung. Es hat nichtsdestotrotz, so sehr wir auch gerade jetzt glauben, was ist das für ein Chaos da draußen, alles seine perfekte Ordnung. Alles hat seinen Sinn. Und in der Bibel steht schon geschrieben, das sind wir nochmal beim dritten Punkt, ich habe jetzt nur eine kleine Schleife gemacht,
zum Bewusstwerden, damit auch dein Denker, dein Verstand da ein bisschen was hat zum Greifen. Schon in der Bibel steht geschrieben, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Also in der Bibel stehen so viele Weisheiten drin und auch unserem Sprachjargon, unserem, wie sagt man so schön, Volksmund, können wir so viele wunderbare Dinge entnehmen. Stichwort Gefühl. Du sagst ja nicht, ich bin, wir sagen ja in erster Linie, gut, wir sagen schon, ich bin verärgert, aber letzten Endes, wenn wir da nachschauen, wir fühlen uns verärgert, wir fühlen Freude. Diese ganzen Emotionen, diese ganzen Gefühle, das sind Dinge, die wir einfach nur fühlen können, aber wir sind es nicht. Selbst wenn wir sagen, ich bin verärgert, du bist es nicht, du fühlst dich verärgert, du fühlst dich geliebt oder du fühlst dich ungeliebt, du fühlst dich voller Freude, du kannst Freude fühlen. Aber, ja, merkst du den Unterschied? So, jetzt kommen wir nochmal zur Realität. Gedanke, Gefühl, Glaube. Das sind die drei Dinge, die in unserem Inneren, wenn du so willst, in unserem Inneren, also in dem, was wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können, entsteht. Und jetzt geht's ins Außen. Das sind die Dinge, wo wir ins Handeln kommen und wo wir dann im Außen entsprechende Resultate sehen. Ja? So, mit diesen fünf Schritten erschaffen wir uns unsere Realität im Außen. Erst sind Gedanken da. Entsprechend der Gedanken fühlen wir uns, entsprechend unserem Glauben, das, was wir aussenden, das, was wir glauben. Es gibt so ein schönes Wort, ich glaube, von Ford ist das. Ob du glaubst oder nicht, du wirst in jedem Fall Recht behalten. Ob du glaubst oder nicht, du wirst in jedem Fall Recht behalten. Ob du glaubst, du kannst jetzt heute die Entscheidung treffen, in dein freies Leben durchstarten und gerade zur jetzigen Zeit dich auf Weltreise begeben, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und wenn du es nicht glaubst, dann das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl, dann wird es auch nicht funktionieren. Ich kenne etliche Menschen und mir begegnen gerade im Moment immer mehr, die gerade jetzt ihre Zelte abbrechen, wo sie gerade sind und sagen, hey, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich will jetzt frei leben. Mir fällt gerade eine Family ein, die vor, wie lange ist es her? 3-4 Wochen ungefähr, binnen einer Woche wirklich alles aufgelöst hat in Deutschland und ist nach Mallorca, sind die, glaube ich, ausgewandert. Binnen einer Woche weg. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass du das machen musst. Ich bringe dir das nur als Beispiel, was auch jetzt alles möglich ist. Weil gerade jetzt fühlen wir uns noch viel mehr gefangen durch diese Geschehnisse im Außen, weil wir es in unser Bewusstsein reinlassen. Und so erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Gedanke, Gefühl, Glaube, das sind die Dinge, die im Inneren sind. Dann kommen unsere Handlungen und daraus resultieren entsprechend die Ergebnisse. Ja? Das Ding ist nur, als wir hierher gekommen sind, ich habe eben davon gesprochen, ich bin der festen Auffassung und ich glaube, damit kannst du dich auch anfreunden. Ich denke, ich glaube, damit kannst du dich anfreunden. Wir kommen ja irgendwo her, so sehr schwer das vielleicht greifbar ist, aber irgendwo kommen wir ja her. Und bevor wir hier, ich stelle mir das immer so vor, dieses Bewusstsein hat irgendwann mal darunter geguckt, hat da geguckt, auch in welcher Familie, zu welcher Seelenfamilie oder wie auch immer man das Ding da nennen möchte, gehöre ich, wo ist da gerade ein Platz frei? Okay, da geht es dann runter. Und von dieser, ich nenne es jetzt mal lichtvollen Ebene, vielleicht ist es zu spirituell esoterisch für dich, aber irgendeinen Namen müssen wir dem Ding ja mal geben. Ich nenne es jetzt mal lichtvollen Ebene. Von dieser lichtvollen Ebene haben wir da runter geguckt. Oh, da ist ein Platz frei. Da inkarniere ich. Und von dieser Ebene aus waren wir
Ich, du, jeder von uns. Bewusstsein. Gewahrsein. Wir haben uns unsere Eltern, unsere Familie ja ausgesucht. Ich hatte zwar lange selbst ein Thema damit, weil ich mich, vielleicht geht es dir ja auch so, ganz viel vor allem als Kind gefragt habe, ich bin ja falsch. Ich bin zum einen, habe ich mich falsch gefühlt auf der Erde und vor allem habe ich mich falsch gefühlt in der Familie. Ich habe immer gedacht, ich gehöre hier nicht hin, da stimmt irgendwas nicht. Und ich weiß noch ganz genau, als ich meine Mutter, ich habe auch oft geträumt, ich sei ein Findelkind, ich habe auch oft geträumt, ich sei verwechselt worden. Und ich weiß noch ganz genau, als ich mit meiner Mutter mal irgendwie über Geburt und so gesprochen hatte oder auch das Thema angesprochen hatte, und sie mir sagte, du bist zu Hause geboren. Da war mein erster Gedanke, Mist, kann man mich ja nicht verwechselt haben. Ja, das klingt total paradox, aber vielleicht geht es dir auch so, dass du dich auf irgendeine Art und Weise auch irgendwo falsch gefühlt hast oder vielleicht auch bis heute noch falsch fühlst. Aber bitte wissen, mit dir ist nichts falsch. Das sind nur die äußeren Dinge, die du, wo so eine Diskrepanz in uns drin ist. Auf der einen Seite denken wir, das kann doch ja alles nicht sein. Und diese tiefe innere Weisheit, die aber so wie so ein ganz zartes Gefühl ist, was wir nicht so greifen können, das ist die Diskrepanz zwischen beiden, weil das, was wir im Außen mit dem bloßen Auge sehen, das halten wir für wahr. Und diese leise Sprache der Seele, unserer Gefühle, in der Richtung. Das haben wir ja nie gelernt, wirklich darauf zu lauschen. Und das sind die Dinge, wenn es dir auch so geht, wie es mir früher ging, wo du denkst, ich bin hier falsch, hier ist irgendwie, ist was falsch, mit dir ist nichts falsch. Das ist das, wo du noch in dieser Diskrepanz lebst zwischen dem, was du als im Außen für wahrnimmst, wo aber eine innere Weisheit in dir ist und du spürst, da muss es doch noch was anderes geben. Da muss es doch noch mehr geben. Ja? So, also, nochmal zurück. Als wir hierher gekommen sind, von einer gewissen Ebene aus, waren wir reines Bewusstsein. Und da sind so Dinge, die sind so ein bisschen schwer zu greifen. Mir ist da, als ich vor, ist jetzt 16, 17 Jahre schon her, oh Gott, lang ist es her, mich mit diesen Dingen beschäftigt hatte, da ist mir ein Buch von einem Herrn Tietz über den Weg gelaufen, Botschaften aus dem Mutterleib. Er hat da Forschungen, und das sind wissenschaftliche Belege, das ist jetzt kein spiritueller Kram, angestellt, dass wir alle, bevor wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind, sehr wohl mitbekommen haben, was geschieht da im Außen alles. Wir haben das alles aufgenommen, nur wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein eigenes Ich-Bewusstsein. Da komme ich jetzt auch gleich dazu. Das haben wir erst später entwickelt. Nur es ist nachgewiesen, in etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche, als wir angefangen haben, uns zu bewegen im Bauch von der Mama, da haben wir angefangen auch zu vergessen, wo wir herkommen. Und auch das, Stichwort Kosmos, hat seinen Sinn. Wenn wir uns jetzt genau noch daran zurückerinnern würden, wo wir alle herkommen, ich nenne es gerne Licht und Liebe, dann hätten wir schon viel früher gesagt, oh nee, das hier ist mir jetzt aber wirklich alles zu anstrengend, ich gehe wieder zurück. So gesehen hat es seinen Sinn, dass wir uns daran, da wo wir wirklich herkommen, nicht zurückerinnern. Im Detail von unserem Bewusstsein, von unserem Gewahrsein schon. Denn ab dem Zeitpunkt, wo wir ausgecheckt sind aus dem Bauch von der Mama, ist es ja nicht so, dass wir kein Bewusstsein mehr waren, sondern wir sind das nach wie vor. Wir haben dann nur eins entwickelt, unser Ich-Bewusstsein. Wir haben unseren Körper entdeckt.
Wir haben erstmal groß in die, erstmal haben wir ein paar Wochen einfach nur mal da gelegen und ganz viel geschlafen. Dann haben wir angefangen, immer wacher zu werden tagsüber. Und dann haben wir angefangen, unseren Körper zu entdecken. Unser Ich-Bewusstsein. Da haben wir plötzlich so unsere Hände entdeckt. Ne? Wenn du dir kleine Kinder vorstellst, wie oft gucken die ihre Hand an und schauen das alles an und fühlen und. Und dann haben wir festgestellt, oh, ist sie weg. Und dann kommt sie wieder, die Hand, ist sie wieder weg. Kennen wir alle von Kindern. Und so haben wir unser Ich-Bewusstsein entwickelt, haben unseren Körper entdeckt und glauben, dass bis eben, ich würde dich dazu einladen, dich von diesem Glauben zu verabschieden, dass das das Einzige ist, was Realität ist. Denn dieses Bewusstsein, dass du in Wahrheit bist, das bist du immer noch. Denn da können wir auch aus allen Weltkulturen lernen. Wir bestehen aus drei Komponenten, aus Körper, plus Geist, plus Seele. Körper, plus Geist, plus Seele. Wir haben hier nur gelernt, dass nur das, was wir als mit unseren bloßen Augen sehen, dass nur das die einzige Realität ist. Aber letztlich hast du einen Körper. Du bist nicht dein Körper. In Wahrheit bist du reines Bewusstsein nach wie vor. Du glaubst nur, bis eben hoffentlich, dass du der Körper bist und das, was du siehst, dass das die einzige Lebenswirklichkeit ist. Und da würde ich dich jetzt mal dazu einladen, eine kleine Übung mit mir zu machen, damit du mal in dieses Gewahrsein kommst, in dieses Bewusstsein kommst, dass du in Wahrheit immer noch bist. Weil du bist nicht getrennt von allem. Du bist nicht getrennt. Alles ist mit allem nach wie vor verbunden. Das sind Naturgesetze, denen können wir uns nicht entziehen. Und deshalb würde ich dich mal einladen, mal jetzt deine Augen zu schließen. Atme mal einige Male aus. Lass mal die Schultern sinken. Atme mal aus. Wunderbar. Und jetzt nimm mal deinen Körper wahr. Nimm mal deinen Körper wahr. Und jetzt schau mal. Spür mal, schau in den übertragenen Sinne, lass die Augen weiter geschlossen. Schau mal im übertragenen Sinne, ob du irgendwo ein Ende bemerken kannst von deinem Körper. Das einzige Ende, was du vielleicht bemerken kannst, ist, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen gehst, die auf Mutter Erde stehen, also auf dem Boden. Nichtsdestotrotz, du hast ja dir da auch diese Verbindung zur Mutter Erde. Und jetzt schau mal, ob du irgendwo in deinem Körper ein Ende wahrnehmen, spüren kannst. Und dann schreib mal rein. Schreib mal ins Kommentarfeld rein, ob da irgendwo ein Ende ist. Schreib mal ein Ja oder ein Nein rein. Oder was du wahrgenommen hast. Ich schaue mal hier, was du reingeschrieben hast. Ach, die Julia ist auf Mallorca. Wie schön. Julia Stettfeld, als ich mal länger in Thailand war, habe ich genau das auch vermisst. Hat schon was so die Zeit. Hallo Martin, guten Morgen, schön dich doch mal wieder zu sehen. Françoise ist mit dabei. Wie schaffe ich es nur mit meinen Gedanken zu denken? Martin, gute Frage. Wie schaffst du es nur mit deinen Gedanken zu denken? Indem du dir bei allem, was es in dir denkt, danke Martin für die Frage. Ich glaube, das betrifft jeden hier, einschließlich mir selbst. Und jetzt gebe ich dir auch weiter, wie ich das mache. Bei allem, was es in uns denkt, jeder Gedanke, der aufkommt, kannst du dich fragen, im ersten Schritt, ist das mein Gedanke?
Auf den ersten Impuls lauschen. Ganz wichtiger Aspekt, auf den ersten Impuls lauschen. Und da kann ich dir sagen, zu 99% kommt ein Nein. Da kannst du es wegschicken, weil es nicht deines ist. Du kannst aber noch, wenn du möchtest, dir die zweite Frage stellen. Will ich das glauben? Da kannst du dich entscheiden. Wenn du es glauben willst, dann glaubst. Wisse, du sendest das ans Universum aus. Wie gesagt, in der Bibel steht schon geschrieben, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Wenn du es glauben willst, sendest du diesen Gedanken. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, die wir ständig wie so ein Radiosender aussenden. Und da finden im Universum gleiche Energien. Auch das ist kein esoterischer Kram. Gleiches zieht Gleiches an. Da docken entsprechende Gedankenenergien an. Und die kommen wieder zu dir in dein universelles Feld und werden zu deiner Lebenswirklichkeit. Also, es darf auch darum gehen, immer weise zu wählen, was du glauben willst. Ja? Und wisse, es ist auch nichts falsch mit dir, wenn du das gefühlt 1 Million Mal machst am Tag. Wichtig ist, dass du es machst. Wichtig ist, dass du es machst. Ich glaube, von diesen 60.000 Gedanken, die wir jeden Tag denken, es wäre schön, wenn wir nur die 3%, die wirklich konstruktiv sind, denken könnten. Aber den Schlüssel dazu habe ich noch nicht gefunden. Sobald ich ihn finde, nur 3% denken, gebe ich es euch gleich hier weiter. Aber den Schlüssel habe ich noch nicht. Deshalb, bis es vielleicht so ist, vielleicht im nächsten Leben oder wann auch immer. Und so gehe ich ja auch damit um. Geht es nur auf den Weg, dass du dich fragst, ist das meines? Sind das meine Gedanken? Und will ich das glauben? Schick's weg. Wenn du es glauben willst, dann glaub's auch. Nach deinem Glauben wird er geschehen. Und ich kann dir sagen, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, zu deinem Gewahrsein, zu deinem Bewusstsein, zu deinem wahren und endlich großen Wesen, dann wirst du 99% von dem ganzen Kram auch nicht glauben wollen. Und das ist wie ein Training. So beginnst du bewusst zu denken. Okay? Gibt aber gleich noch eine andere Übung dazu. So, Martin, hilft dir das? Hilft euch das überhaupt? Schreibt mal gerne ein Ja rein oder schenkt mir doch mal ein paar Herzlein. Marion, ja, das geht mir auch so. Bin evangelisch aufgewachsen, aber dann vor 10, 15 Jahren ausgetreten. Okay. Martin, es gibt morgens im Halbschlaf fast nichts Besseres, als meine Lieblingsmentorin bewusst wirken zu sehen. Herzlichen Dank für deine immer mitreißende und tiefgehende Energie und Worte. Danke, Martin. Wie schön. So, wie schaut's aus? Was habt ihr denn eben wahrgenommen, als ich dich dazu eingeladen habe, mit geschlossenen Augen mal irgendwo ein Ende deines Körpers wahrzunehmen? Konntest du irgendwo ein Ende wahrnehmen? Schreib mal Ja oder Nein rein. Oder und bin unsicher. Schreib mir das mal rein. Nein, 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 nein. Wow, Julia, beim Augenschließen kamen zunächst Bilder meiner Oma, dann war alles entspannt und grenzenlos. Wow, wie schön. Ah, also, meine Liebe, danke. Du hast jetzt die Erfahrung gemacht, spätestens jetzt. Vielleicht hast du es schon öfter gemacht, aber ich würde dich dazu einladen, dass jetzt hier wirklich mal reinzupflanzen. Du hast kein Ende von deinem Körper gespürt. Bitte, bitte wisse, Körper plus Geist plus Seele, du bist nach wie vor Bewusstsein. Du hast nur hier, als du aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist, ein Ich-Bewusstsein entwickelt und hast bis eben geglaubt, du bist nur dieser Körper und mehr gibt es nicht. Das heißt, du bist ein unendlich großes Wesen, das einen Körper hat. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Anzug. Dein Körper ist wie so ein Anzug für dein bewusstes Sein hier, für dein Bewusstsein. Weil dein Bewusstsein ist, dass du in Wahrheit immer noch bist. Das ist für das bloße Auge nun mal nicht sichtbar. Und mit diesem Bewusstsein kannst du ja auch keine
Erfahrungen machen, kannst dich nicht wirklich zeigen, kannst nicht ins Handeln kommen, kannst nicht hier eine Mandarine in den Mund stecken, braucht das große unendliche Wesen auch nicht. Das sind alles Dinge, die dein Körper braucht, dein physischer Körper, dein Bewusstsein braucht das nicht. Das ist auch im Übrigen der Grund, warum wir Geld brauchen. Unser Körper braucht Geld. Unser Bewusstsein braucht das alles nicht. So. Und unter dem Aspekt hast du deinen Körper wie einen Anzug, damit du dich hier zeigen kannst, damit du hier was bewegen kannst, damit du was machen kannst. Du bist ja auch hierher gekommen mit einer ganz besonderen Aufgabe im Rucksack, in diesem unsichtbaren Rucksack. Ich nenne das gerne Lebensaufgabe. Nenne es Seelenplan, wie auch immer du das nennen möchtest. Aber du bist hierher gekommen, weil du dir mal vorgenommen hast, das ist die Familie, da ist ein Platz frei, da checke ich ein und das mache ich hier auf der Erde. Jetzt geht es darum, dich daran zurückzuerinnern. Okay? Also, bitte nimm das jetzt, fühl dich mal eingeladen, das mal aufzunehmen, dass du nicht dein Körper bist. Du hast einen Körper, du bist in Wahrheit unendlich groß. Unendlich groß. Unser Denker, unser süßes Köpfchen, unser Verstand kommt da nicht mit. Muss er auch nicht, der darf beobachten. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten, es geht darum, ihn so einzusetzen, wie wir ihn brauchen. Ja? Okay. So, jetzt machen wir eine weitere Übung. Da kannst du die Augen auflassen oder auch schließen. Mach so, wie es dir jetzt am einfachsten fällt. Lass mal die Fragen auf dich wirken. Kannst du dir vorstellen, jetzt mal die Distanz zwischen deinen Augen zu spüren? Spür mal die Distanz zwischen deinen Augen. Es gibt kein richtig, kein falsch. Mach einfach mal. Spür mal die Distanz zwischen deinen Augen. Richte mal die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn du die Distanz zwischen deinen Ohren spüren würdest. Richte mal die Aufmerksamkeit darauf. Spür mal die Distanz zwischen deinen Ohren. Und dann lade ich dich ein, mal den leeren Raum in deinem Kiefer wahrzunehmen. Nimm einfach mal wahr. Nimm mal den wahren Raum, den leeren Raum in deinem Kiefer. Und jetzt lade ich dich ein, mal das Volumen deines Kopfes wahrzunehmen. Nimm mal das Volumen deines Kopfes wahr. Geht nur um Wahrnehmung. Nichts weiter. Nichts mitmachen, nichts bewerten, nichts beurteilen, nur wahrnehmen. Und jetzt nimm mal die Distanz zwischen deinem Körper und der Wand hinter dir wahr. Nimm mal die Distanz zwischen deinem Körper und der Wand hinter dir wahr. Nur wahrnehmen. Und jetzt lade ich dich ein, mal den gesamten leeren Raum des Hauses, in dem du dich befindest, wahrzunehmen. Und was hast du jetzt bemerkt? Was hast du jetzt bemerkt? Schreib es gerne mal nochmal in die Kommentare. Was hast du bemerkt? Gib kein richtig, kein falsch. Gib kein so oder so muss es sein. Was hast du jetzt bemerkt? Schreib es mal rein. Danke, ihr Lieben, für die Herzen. Was hast du jetzt bemerkt bei dieser kleinen Übung? Schreib's mal rein. Dauert immer ein bisschen, bis ich das hier sehe. Als du so wahrgenommen hast, was hast du da wahrgenommen? Keine Distanz, Wahnsinn.
Danke, Julia. Keine Distanz. Wahrscheinlich hast du auch bemerkt, wie du plötzlich größer geworden bist, wie alles weiter geworden ist. Weiter als alle konkreten Gegenstände. Vielleicht hast du bemerkt, dass da zwar, wenn du dich jetzt kurz zurückerinnerst, Gefühle, Gedanken und Wahrnehmung sind, waren, dass du aber vielmehr der Raum bist, in dem diese geschehen. Nochmal, dass du vielmehr der Raum bist, in dem diese geschehen. Das heißt, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du, dazu würde ich dich einladen, jetzt ab sofort mitnehmen solltest, dürftest, müsstest. Du nutzt ja das gerne, das Wort muss nicht gerne, aber in dem Falle würde ich dich dazu einladen, dass du es mitnehmen musst, dass dieser leere Raum, den du wahrgenommen hast, dein eigentliches Ich Bin ist, dein reines, formloses Bewusstsein. Das heißt, du hast jetzt nochmal die Erfahrung gemacht, dass du nicht getrennt bist. Du fühlst dich nur getrennt. Und jetzt stell dir mal vor, du agierst ab sofort aus diesem reinen Bewusstsein heraus. Aus diesem unendlichen Wesen heraus, das du in Wahrheit bist. Und beobachtest unter diesem Aspekt, bist immer mehr in der Beobachterrolle deines Körpers. Ist dein reines Bewusstsein gewählt hat, wie ein Anzug. Und Wahrheit, was weißt du? Kannst du da Ängste haben? Kannst du unter diesem Gewahrsein, auf dieser Bewusstseinsebene, wirklich Ängste haben? Oder kannst du da wirklich nur in der Beobachterrolle sein? Was dein Körper macht. Kann es sein, dass da so ein, wie ich das jetzt gerade so impulsmäßig hatte, so ein Aufatmen da ist von deinem ganzen Sein? Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe dir die eingangs diese 5 Punkte erwähnt, wie wir unsere Realität erschaffen. Gedanken, Gefühle, Glaube, Handlung, Ergebnisse. Wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, für die das hier im Prinzip nichts Neues ist, und ich glaube, da gehören auch die meisten dazu, die hier auch in der Gruppe sind und auch du, dass du vielleicht schon eine gefühlte Ewigkeit versuchst, dir eine neue Lebenswirklichkeit zu erschaffen, weil du ansatzweise, sei es durch mich oder durch andere Mentoren, Coaches, Bücher, Kurse, egal was du auch immer schon angestellt hast, gemacht hast. Und das hat bislang immer noch nicht geklappt, dir dein Leben so zu erschaffen, wie du es willst. Sei es die perfekte Beziehung zu haben, sei es den Kontostand zu haben, sei es das freie Leben zu leben. Egal was auch immer da in deinem Bewusstsein ist. Dann hast du bis eben eins noch nicht wirklich umgesetzt, weil das ist das Maßgebliche daran, deine Emotion, dein Gefühl. Der 2. Punkt. Damit fängt die wirkliche Realitätserschaffung an. Dein Gefühl. Da fängt es wirklich an. Denn solange du etwas nicht fühlen kannst, wie es ist, eine glückliche Partnerschaft zu haben, wie es ist, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben, wie es ist, eine glückliche Familie zu haben, wie du dich als neue Identität, als neue Persönlichkeit, Persönlichkeit bist du so oder so, du bist Bewusstsein, aber ich nenne es jetzt mal neue Identität, weil nehmen wir mal das liebe Geld, das die meisten jetzt auch beschäftigt, auch im Hinblick auf Ängste,
Zukunftsängste, Existenzängste. Wobei es auch ein bisschen, habe ich mitbekommen, auch schon geswitcht ist. Viele haben jetzt auch Angst vor gesundheitlichen Schäden aufgrund dem, was da draußen durch die Presse geht. Und dann kommt an zweiter Stelle inzwischen sogar schon fast das Geld. Aber vielleicht ist es so, switch 50-50 bei dir. Solange du in diesem Gefühl nicht drin bist, wie es ist, deine neue Identität, wie die sich verhält, wie die lebt, wie die kleidet, wie die sich kleidet, wie die sich verhält, dann kannst du noch so sehr Gedanken aussenden, noch so sehr positiv denken, positives Denken, Stichwort, dann wird das nichts. Das heißt, die Gedanken aussenden, die du denken möchtest, den ganzen Kram, der nicht deines ist, diese 99% wegschicken. Ich immer fragen, will ich das glauben? Alles andere wegschicken. Und dann ganz wichtig, auf die Gefühlsebene zu gehen, zu fühlen, wie es ist. Und da kommen jetzt noch zwei ganz, ganz wichtige Dinge ins Spiel. Dein Selbstwert, deine Selbstliebe. Solange, und das ist ein, ist, ja, wenn ich manchmal welche frage, liebst du dich selbst oder bist es dir selbst wert? Wenn man da ehrlich zu sich selbst ist, bis eben, gab es da noch einen Mangel an Selbstliebe, an Selbstwert? Weil solange du es dir nicht selbst wert bist, um nochmal das klassische Beispiel 100.000 Euro in dein Leben zu lassen, den Partner an deine Seite zu lassen, der wirklich zu dir passt, die Familie dir zu erschaffen, die du wirklich haben möchtest, was auch immer, oder materielle Dinge. Solange funktioniert das Ding nicht. Das heißt, da gilt es anzusetzen. Du darfst dir erlauben, dem Gedanken dich zu öffnen, dass du als unendlich großes Wesen, das du ja in Wahrheit bist, haben wir eben gemacht, es dir auch wert sein darfst, das Allerbeste zu empfangen aus dem Universum. Nur hier mit deinem Kopf hast du bis eben noch bewertet und beurteilt. Das ja, das nicht. Okay? Und solange du auch nicht zu 100% dich selbst annimmst, dich selbst liebst, es dir wirklich wert bist, kannst du noch und nöcher Gedanken aussenden, das funktioniert nicht. Und dann kommt der nächste Punkt, der dritte Punkt, dass du beginnst, unerschütterlich auch zu glauben. Unerschütterlich auch zu glauben, dass das alles da ist. Und dann sind wir erst nochmal bei dem ersten Punkt, der Gedanke. Wenn du beginnst zu glauben, wenn du dich darin übst und es kommen so Zweifel auf, bin ich es wirklich wert, 100.000 Euro aufs Konto zu bekommen? Bin ich es wirklich wert, die Traumpartnerschaft zu haben? Bin ich es wirklich wert, keine Ahnung, was auch immer? Solange das nicht in deinem Glaubenssystem drin ist, kann das auch nichts werden. Das heißt, da geht es auch darum, dass du deine, wie sagt man so schön, Glaubensbegrenzung, dass du da auch die Türen aufmachst und beginnst zu glauben, damit es eben zur Realität werden kann. Ich bringe dir noch ein Beispiel, das es noch besser auf den Punkt bringt, weil wir haben, war das gestern? Gestern war es, glaube ich, ja. Wir haben einen Film geguckt und da sind so richtig dicke Krokodilstränen mal wieder gelaufen, weil ich so in diesem romantischen Geschehen da drin war. Was war? Ich habe ja nichts anderes gemacht, als auf der Couch gehockt mit meinem Schatz und wir haben einen Film geguckt. Mein Gehirn hat nicht unterschieden, dass ich jetzt mit meinem Schatz auf der Couch hocke, sondern das war so in diesem Geschehen drin, dass deshalb so Emotionen freigesetzt wurden und gefühlsmäßig Tränen geflossen sind.
Und das ist das Ding. Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen dem, was du mit deinem Körper da draußen siehst oder liest oder hörst, und dem Lebensfilm, den du dir für dich selbst erschaffen möchtest. Und bevor dein Lebensfilm zur Lebenswirklichkeit werden kann, musst du natürlich wissen, wie schaut der Lebensfilm aus und gefühlsmäßig immer da reingehen. Und zu wissen, dass du ein unendlich großes Wesen bist, das diesen Körper als Instrument hat, um das alles zu erleben, dass du aber nicht dieser Körper bist. Stichwort Bewusstsein. Mach dir nochmal bewusst, dass du in Wahrheit reines Bewusstsein bist. Du kannst aus dieser Perspektive aus auch jetzt dir vorstellen, wie du deinen Körper beobachtest, was er tut, was er macht, ihm sogar die Anweisungen geben, dass er künftig das Richtige tut und macht, um auch die Ergebnisse zu bekommen, die er auch im Außen haben möchte. Und dann bist du frei. Dann bist du frei. Auch das, was ich als Pippi-Langstrumpf-Mentalität bezeichne, wovon viele auch sprechen, Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Ja, das geht auch jetzt. Das funktioniert auch jetzt. Das Ding ist nur, dass wir immer wieder zurückfallen. Wir machen morgens den Computer an, gehen auf Facebook oder T-Online oder keine Ahnung, oder holen uns die Zeitung in die Hand oder machen als erstes das Radio an oder hören im Umfeld, im Kollegenkreis, was da alles draußen wieder in der Welt los ist. Ich will es gar nicht wiederholen. Und lassen das in unser Gehirn rein und fangen wieder an, das zu glauben. Und dann erschaffen wir uns wieder die Realität, die wir nicht haben wollen, und denken dann, oh, kommen sogar noch zu dem Ergebnis, das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert bei anderen, aber bei mir funktioniert das nicht. Du kannst dich diesen Gesetzen, diesen Naturgesetzen nicht entziehen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, stell dir mal vor, niemand von uns, und seien es nur die 3400 und noch was wunderbaren Menschen, zu denen du gehörst, die hier in der Community sind, würden Zeitung lesen, würden Nachrichtensendungen hören und sehen, würden diesen ganzen Kram in ihr Gehirn lassen, sondern würden nur ihren eigenen Lebensfilm stricken. Und stell dir mal vor, das würden alle machen, auch außerhalb von dieser Community. Was für eine Welt hätten wir da draußen? Und jetzt kommt etwas, klingt hart, ist aber so. Solange du dich mit deinem Gehirn, mit diesen Dingen immer noch beschäftigst, solange du dir immer noch diese Nachrichten reinziehst, solange du immer noch Nachrichten hörst, schaust, Zeitungen guckst und dir irgendwelche Berichte oder was anschaust, solange beteiligst du dich auf einer unbewussten, sicherlich nicht gewollten Ebene an diesem ganzen Geschehen da draußen. Sorry, klingt hart, ist aber so. Ich kann es dir auch gleich noch belegen. Und das ist auch das Ding mit den, wie nennt man es? Jetzt fehlen mir die Worte. Universum, bitte Worte. Das Ding mit den Demonstrationen. Ich bin dagegen. Widerstand, ich bin dagegen. Was erschaffen wir damit? Klar, wir meinen es gut, aber wir erschaffen damit Widerstand. Wir erschaffen damit genau die Dinge, die wir nicht haben wollen.
Wenn unser Gehirn sich mit den Dingen beschäftigt und das nicht unterscheidet, das universelle Feld, du beschäftigst dich mit Widerstand, du beschäftigst dich mit Demonstration, du beschäftigst dich mit dies und jenes und das Universum sagt, ah, okay, das ist dein Thema, damit willst du dich beschäftigen. Okay, dann schicke ich dir mehr davon. Stell dir mal vor, jeder von uns würde sich nur noch ab sofort mit den Dingen beschäftigen, die wir so wirklich haben wollen. Du für dich und würdest das aussenden. Was für eine Lebenswirklichkeit hätten wir alle im Außen? Und jetzt bringe ich dir noch Futter für dein Gehirn, falls das jetzt sagt und tilt, was redet die da für einen Unsinn? Auch dafür gibt es Nachweise. Kannst gerne mal googeln. Sorry, ich wollte eben mal schauen, noch, ob es diese Studie im Netz noch gibt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie nicht mehr gäbe, aber keine Ahnung. Washington-Studie. 95 war es, glaube ich, lege mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Das sind immer so Dinge, ich nehme das immer pragmatisch auf. Ah ja, fühlt sich stimmig an, okay. Washington-Studie 95 hat man in der Tat in Washington, D.C. Menschen, ich glaube, es waren 4.000 oder 7.000 oder sowas um den Dreh, also schon im mehrfach vierstelligen Bereich, dreimal am Tag zusammengeholt, die zu einer gewissen Uhrzeit gemeinsam meditiert haben, heißt ja nichts anderes als sich fokussieren. Meditieren heißt nichts anderes als sich konzentrieren auf. Die haben sich dreimal am Tag zusammengetan und sich auf etwas konzentriert, auf ein Leben, wie sie es wirklich haben wollen. Ich nenne es jetzt mal so. Und dann hat man wissenschaftliche Eckpunkte gesetzt und hat während dieser Zeit, das ging über einen Zeitraum von 4 Wochen, hat man festgestellt, dass die Kriminalitätsrate in vielen Bereichen, egal welcher Bereich es war, um ein Vielfaches gesunken war und auch darüber hinaus auch noch eine Weile angehalten hat und das auf einen gewissen Bezirk da ausgeweitet war. Und das ist das Ding, wo wir uns alle unbewusst dran beteiligen, solange wir die Dinge in unser Gehirn reinlassen, die wir nicht haben wollen, auch noch anfangen, die zu glauben, damit in Resonanz gehen, dann senden wir das aus und dann erschaffen wir uns alle die Lebenswirklichkeit, die wir nicht haben wollen und wundern uns dann, warum es nicht funktioniert. Das kann so nicht funktionieren. Naturgesetze. Das ist genauso, wenn du ein Glas Wasser hast und da ist reines Quellwasser drin. Und du gehst hin und kippst da immer wieder Cola rein. Und wenn es nur ein paar Tropfen sind, das kann jetzt rein bleiben. Ja? Okay. Meine Lieben, macht das Sinn? Gib mir mal nochmal Feedback im Kommentarfeld. Wow, Julia, Rat, ich fühle mich gerade unglaublich stark und befreit. Danke, 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 danke. Also mein Herzenswunsch ist, dass das jeder, genauso wie die Julia hier auch mit dieser Übung, die wir gemacht haben, fühlen, wahrnehmen kann. Julia, ihr alle, stellt's fest. Feststellen. Erst kommt die Feststellung und dann kommt das Feststellen. Wow. Unendliche Größe, friedliche Leere. Ja, keine Distanz, schreibt die Françoise. Martina, geht nicht, gibt irgendwie keine Distanz, keine Distanz, Wahnsinn. Wow, ihr Lieben, wie schön. Wie schön. Danke, danke, danke. Was für ein Start in den Tag, in den Sonntag heute. Wie wäre es, wenn du ab jetzt dich darin übst, immer in diesem Gewahrsein zu sein, in diesem Bewusstsein, dass du ja in Wahrheit bist und so deinen Körper beobachtest?
Weil unter diesem Aspekt heraus kannst du deinem Körper Anleitungen und Anweisungen geben, kannst auch keine falschen und keine richtigen Entscheidungen oder keine falschen Entscheidungen treffen. Du kannst eigentlich nur richtige Entscheidungen treffen. Weil letzten Endes gibt es auch keine richtigen und falschen Entscheidungen. Es gibt alles nur Erfahrungen. Das, was wir als richtig und als falsch, als schlecht und als gut bezeichnen, das sind alles Bewertungen und Beurteilungen, die wieder hier aus unserem Anzug kommen, aus unserem Körper, aus unserem Köpfchen. Okay. Was ich jetzt für dich tun kann, ich kann dir das alles nicht beibringen. Ich kann dir nur helfen, es wirklich in dir selbst zu entdecken. Ähnlich wie ich dir jetzt heute Morgen und vielen, vielen Dank, dass du dich da so drauf eingelassen hast, Impulse setzen konnte, dass du mal die Erfahrung gemacht hast, dass du in Wahrheit wirklich reines Bewusstsein bist. Und da gibt es so eine schöne Geschichte, ich weiß den Ursprung leider nicht, die Weisheit der Götter, wo die Götter sich unterhalten. Und das ist diese tiefe Weisheit, von der ich anfangs gesprochen habe, die ja in dir verborgen ist, wo die Götter sich unterhalten, wo sie diese Weisheit denn am geschicktesten verstecken. Und einer kam auf die Idee und sagte, ja, verstecken die Weisheit des Menschen auf den höchsten Berggipfeln. Da sagten die anderen, nee, der Mensch wird da recht schnell anfangen, auf die höchsten Berggipfel zu klettern und die Weisheit viel zu früh entdecken, bevor er reif dafür ist, bevor er sie wirklich nutzen kann. Dann kam ein anderer auf die Idee und sagte, wir verstecken die Weisheit in den Tiefen des Meeres. Da sagten die anderen, nee, nee, der wird auch ganz schnell anfangen, tauchen und wird die tiefsten Tiefen der Meere ergründen und wird da die Weisheit zu früh entdecken. Und dann kamen die Götter zu dem Entschluss, diese tiefe Weisheit im Menschen selbst zu entdecken, zu verstecken. Weil danach wird er erst suchen, wenn die Zeit dafür da ist, wenn er reif dafür ist. Und das ist genau die jetzige Zeitqualität, die wir haben. Das ist genau auch aus meiner Sicht das Ding, was gerade im Außen wütet, herrscht, wie auch immer. Wir sind jetzt, um es jetzt nochmal spirituell auszudrücken, endgültig im Wassermann-Zeitalter, was viele auch als goldenes Zeitalter bezeichnen, angekommen. Und dieses goldene Zeitalter, in dem wir tatsächlich sind, da geht es darum, dass du erkennst, dass du reines Bewusstsein immer noch bist, das einen Körper hat, dass sich die Lebenswirklichkeit nach wie vor selbst erschafft. Und dass es jetzt darum geht, mit diesem reinen Bewusstsein, wo du dich jetzt zurückerinnert hast, eben für ein paar Sekunden, was du aber feststellen kannst, im ersten Schritt festgestellt hast, im zweiten Schritt feststellen kannst, das heißt, dass du es jetzt nicht mehr vergisst, dass du deinen Körper beobachtest, um ihm entsprechend andere Handlungsanweisungen zu geben. Weil das Handeln ist immer noch, auch im goldenen Zeitalter, erforderlich, um sich die Lebenswirklichkeit im Außen wirklich auch zu erschaffen. Wir sind ein Stück weit im Schlaraffenland, aber auch im Schlaraffenland kommen die gebratenen Tauben immer noch nicht einfach so geflogen. Du darfst etwas dafür tun. Du darfst jetzt anfangen, deine Gedanken zu beobachten. Ist es mein Gedanke? Nee, ist ja gar nicht meiner, schicke ich weg. Will ich das glauben überhaupt? Nö, will ich nicht glauben. So will ich es nicht haben. Weg damit. Wie will ich es haben? Beginnen unerschütterlich an dich zu glauben. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, außer die tiefen, unbewussten Dinge, die in uns vergraben sind, die uns
in einer Glaubensgrenze gefangen halten. Es geht darum, die Türen zu öffnen für dein unendlich wahres, großes Wesen. Gibt es keine Türen, gibt es keine Begrenzungen. Es ist alles da, es ist alles da in Fülle, es ist alles da. Alles, was du haben möchtest, ist da. Die Geldenergie, der Partner, die Familie, so wie du es haben, ist alles da. Du hast nur bis eben andere Dinge ausgesendet und andere Dinge geglaubt, andere Dinge gefühlt und bist immer noch mal zurückgeswitcht. Deshalb schau, was du ab jetzt in dieses reine Bewusstsein, was du dir ansatzweise eben mal geholt hast, reinlässt. Ja. Und selbst wenn du dich damit beschäftigst, was gerade da draußen los ist, ich meine, ich gucke zwar keine Nachrichten, höre keine Nachrichten, liest keine Zeitung, aber trotzdem ist es natürlich hilfreich für mich und für meinen Körper, wenn wir jetzt noch mal unterwegs sein wollen. Wir werden jetzt hier mal noch ein paar Tage in Deutschland sein, weil unser Sohn auch noch Geburtstag hat. Wir sind ja eh hierher gekommen, weil unsere Tochter Geburtstag hatte am Montag. Jetzt hat bald unser Sohn Geburtstag. Deshalb bleiben wir jetzt auch noch hier, wollen wir ja auch gemeinsam feiern. Dann geht es wieder weiter. Dann ist es natürlich geschickt für meinen Körper, wenn ich dann schaue, welche Einreisebestimmungen gibt es wo. Wie will ich es haben? So Pippi Langstrumpf-Mentalität. Mir begegnen immer mehr Länder, wo man einreisen kann. Mir ist Bali jetzt begegnet. Natürlich, es gibt noch Einschränkungen, aber im Prinzip, du kannst auf Bali schon einreisen. Ab Januar sollen diese Regelungen, die es gerade im Moment noch gibt, ohne jetzt näher darauf einzugehen, werden die auch aufgehoben. Mir ist begegnet, Costa Rica kannst du einreisen. Mir ist begegnet, du kannst, weil wir wären dieses Jahr eigentlich ja auch in den USA unterwegs gewesen. Von Deutschland aus in die USA kannst du nicht einreisen, aber du kannst nach Mexiko einreisen. 2 Wochen in Mexiko dich aufhalten, dann kannst du in die USA einreisen. Kannst nach Thailand einreisen. Kannst nach Dubai einreisen. Also das sind so die Dinge, die mir jetzt immer mehr begegnen. Was begegnet dir bis eben noch? Wie willst du es in der Zukunft haben? Und so erschaffen wir uns immer unsere eigene Lebenswirklichkeit. Und diese Ja-Abers, die jetzt noch in deinem Kopf aufkommen, die dein süßer Denker dir jetzt schickt, wenn du die mal gemeinsam anschauen möchtest, dann buch dir ein Erstgespräch. Dann buch dir ein Erstgespräch, wo wir da einfach gemeinsam hinschauen. Poste dir den Link mal rein ins Kommentarfeld. Ich glaube, Montag, Dienstag sind da noch Termine frei. Buch dir ein Erstgespräch, wo wir da wirklich gemeinsam hinschauen. Und damit du einfach mal auf dich abgestimmt, damit wir einfach mal genau hinschauen können, was sind genau deine Glaubensmuster, die es noch zu lösen gilt? Was sind genau die Dinge, die auf dich abgestimmt ist, wirklich zu lösen gilt? Wo fütterst du noch viel zu sehr unbewusst Glaubensmuster und drehst dich immer noch im Kreis, im Rad? Ja? Das sind so diese individuelle Dinge. Und du bekommst auch im Erstgespräch eine Anleitung, wie du wirklich... Es ist in der Tat so, wenn ich in der Akademie unsere wunderbaren Teilnehmerinnen sehe und Teilnehmerinnen und Männer dabei, mit wie viel Freude und Leichtigkeit ich auch in der Tat, auch gerade jetzt, und das genieße ich immer so auch in den Calls, da ist da draußen, was da draußen abgeht, das existiert quasi gar nicht. Das ist so die eigene Welt, wie du quasi spielend leicht wirklich beginnst, deine Berufung zu leben und endlich wieder zu der lebendigen Person und fröhlichen Person auch wirst, die du eigentlich mal warst. Noch mehr in die Beobachterrolle reingehst. Ja?
dann ist das Erstgespräch etwas für dich. Wenn wir natürlich merken, okay, Chemie stimmt, passt, dann bekommst du sicherlich auch ein Angebot, welche Schritte wir gemeinsam gehen können, dass ich dich da über einen längeren Zeitraum gerne auch begleite. Denn das ist letzten Endes das Wertvollste, was du dir auch gönnen kannst, das ist immer wieder bei dem Selbstwert. Wir sind in die Schule gegangen und haben uns von einem Lehrer zeigen lassen, wie wir rechnen, wie wir lernen, rechnen, rechnen und schreiben und alles Mögliche. Und als wir dann das Schulsystem verlassen haben, haben wir angefangen zu glauben, ich muss das alles alleine hinkriegen. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen. Ich will jetzt nicht unser jetziges Schulsystem gutheißen. Da gibt es sicherlich ganz viele Reformen, die auch gerade so im Gange sind. Aber das nur mal, damit dir mal bewusst wird, wie du bis eben noch gedacht hast. Als Erwachsene, sogenannte Erwachsene, wenn wir das Schulsystem durchlaufen haben und dann eine Lehre gemacht haben, dann glauben wir, das müssen wir jetzt alles selbst hinkriegen. Aber wer hat uns denn beigebracht, wie das Leben funktioniert? Niemand. Niemand hat uns beigebracht. Das haben wir nirgendwo gelernt, wie das Leben wirklich funktioniert. So ansatzweise die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist das Wertvollste, wenn du für dich die Entscheidung triffst, ja, ich habe jetzt so viel Liebe zu mir selbst, ich bin es mir jetzt selbst wert, ich hole mir jetzt einen Mentor an meine Seite, der mir zeigt und mich da abholt, wo ich jetzt stehe und mit mir gemeinsam dahin geht, wo ich wirklich hin will. Alles andere, ja, es ist so eine Art Selbstvergewaltigung. Also ich muss dir ehrlich sagen, ohne Mentoren an meiner Seite, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich suche mir immer wieder neue Mentoren, weil ich mich ja auch weiterentwickeln will. Und das ganze Leben ist Weiterentwicklung. Für mich wäre es töricht zu sagen, so, bis hierhin habe ich jetzt gelernt, jetzt mache ich es alleine weiter. Wäre töricht. Also es geht darum, das bin ich mir einfach wert und diese Liebe zu mir selbst, die habe ich einfach auch in den letzten Jahren so enorm entwickelt, weil ich genau weiß, nur das bringt mich weiter. Immer wieder Menschen zu suchen, die dort sind, wo ich hin will und die können mir den Weg zeigen. So, und du als wahres Wesen, als wahres unendlich großes Wesen, das diesen Körper hat, wie viel mehr ist für dich möglich als das, was du bis eben noch für möglich gehalten hast? Es ist alles im Feld für dich vorbereitet. Du darfst es dir nur wert sein und die Liebe zu dir selbst entwickeln, dass du es wirklich in dein Leben auch lässt. Mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinem Glauben. Und dann entsprechend beginnen, das sind die beiden Dinge, die im Außen wichtig sind, anders zu handeln, um andere Resultate zu bekommen, um andere Ergebnisse zu bekommen. Gib mir mal gern Feedback, ob das Sinn für dich macht. Und hast du noch Fragen dazu? Ihr Lieben, ich schau mal hier rein. Marion ist auch Wassermann. Julia ist Wassermann. Julia Stettfeld, danke Irmgard. Tolle Anleitung und Impulse. Jetzt eine frische Dusche und dann etwas Geniales kreieren. Jawohl, sehr schön. Gut, also ihr Lieben. Wie großartig, dass du da bist. Wie schön, dass es dich gibt. Welche Worte kann ich jetzt noch finden, um dir zu sagen, was für ein Geschenk du für diese Welt bist, wie großartig und einzigartig du bist? Welche Worte kann ich jetzt noch finden, dich dazu zu ermutigen, dir zumindest ein Erstgespräch zu gönnen, das ja kostenfrei ist? Manchmal so Dinge, die ich schon nicht verstehe. Ich habe die Woche mit jemandem geschrieben, die mir halt, ja, bisschen ja Leid geklagt hat, ist jetzt auch arbeitslos geworden, gesundheitlich geht es ja nicht gut und. So ein ganzes Paket halt und dann schreibe ich zurück hier, buch dir ein Erstgespräch, da schauen wir näher hin. Das ist auch noch kostenlos.
Da passiert nichts. Das sind so Dinge, die ich manchmal nicht verstehe. Da reicht man so eine Hand. Also manchmal denke ich, da sind so tief im Unbewussten Muster drin, ich muss jetzt weiterleiten. Ich muss jetzt definitiv weiterleiten. Also in früheren Inkarnationen habe ich mal irgendwas angestellt, jetzt muss ich weiterleiten. Mir ist mal jemand über den Weg gelaufen, es ist schon wirklich ganz lange her, da war ich noch auf Messen unterwegs. Der hat mir erzählt, da ging es auch um das liebe Thema Geld, der hat mir erzählt, in meinem früheren Leben, ich habe mal eine Rückführung gemacht, da war ich mal Bankräuber. Und das ist jetzt der Grund, warum ich, der war glaube ich selbstständig, warum ich jetzt alles verloren habe, auch in Insolvenz gegangen bin und warum ich in diesem Leben kein Geld in mein Leben ziehen kann. Jetzt muss ich sühnen, jetzt muss ich büßen. Was für ein Humbug! Kann das der Sinn des Lebens sein? Was sagt dein unendlich großes Wesen dazu? Und das sind so die Dinge, wo ich manchmal dann denke, warum nutzt man nicht die Chance, sich mein Erstgespräch zu gönnen, wenn ich das ja schon mal kostenfrei anbiete? Da können nur so unbewusste Dinge ablaufen. Nee, nee, ich muss da jetzt büßen. Für mich ist das nicht mehr, ich muss ja jetzt weiter leiden. Also bitte wisse, du musst weder weiter büßen, du musst weder Karma abtragen, noch musst du weiter leiden, noch musst du dich gefangen fühlen oder in Ängsten weiter gefangen fühlen oder was auch immer oder begrenzt fühlen, Begrenzungen fühlen. Es ist alles für dich möglich. Im universellen Feld ist alles für dich bereit. Du darfst nur jetzt beginnen, anderes auszusenden, wie so ein Radiosender, damit andere Dinge in dein Leben kommen. Das ist alles auch jetzt für dich möglich. Nutze jetzt dieses Zeitalter. Es hat ja seinen Sinn, dass du da bist, hier auf der Erde, nachdem du schon so lange siehst, suchst. Wie oft hast du dir schon die Frage gestellt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das alles hier auf der Erde und? Weil du in dir spürst, da ist doch mehr als das. Und die Erfahrung hast du ja eben gemacht. Und wie lange versuchst du es schon alleine? Lass dir doch diese helfende Hand. Die ist da. Das Universum reicht zu dir. Nimm sie. Lass dir helfen. Du musst das nicht alleine hinkriegen. Wie viel leichter und einfacher kann es für dich sein, wenn du da so ein Navigationssystem dir holst, eine Begleitung dir holst? Und bitte, bitte, bitte hol dir jetzt nochmal das Gefühl von eben zurück, dass du reines Bewusstsein bist. Geh immer mehr in die Beobachterrolle deiner selbst, also das, mit dem du dich bis eben noch so sehr identifiziert, wo du geglaubt hast, du bist der Körper, das ist die Lebenswirklichkeit. Die Lebenswirklichkeit da draußen ist das, was du wie so ein Projektor auf eine Filmwand projizierst. Das kannst du ändern. Jetzt. Lass uns da gerne im Erstgespräch drüber sprechen. Okay? Also, danke für dein Sein. Du bist wunderbar. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist einzigartig. Es ist so viel mehr möglich für dich, als das, was du bis eben noch für möglich gehalten hast. Und was wäre, wenn du diese Möglichkeiten jetzt in der Tat in dein Leben lassen würdest und dir deinen Film neu so kreieren würdest, dass du da draußen nicht nur du für dich, sondern für alle immer mehr erwachen und sich zurückerinnern. Da trägst du eine einzigartige Botschaft in dir, die es zu entdecken gilt, die es mit der Welt da draußen zu teilen gilt. Und deshalb bist du hier, um deine Botschaft in die Welt zu bringen. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Danke für dein Sein. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.